Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen 3-Tages-Botschaften für heute, für morgen und für übermorgen. Und wie ich es immer so lieb und nett und wertschätzend fürs Wochenende auch sage, zu euren Wochenendbotschaften, wenn ihr es heute am Veröffentlichkeitstag am Freitag schaut, dann gilt es für Freitag, Samstag und Sonntag. Wir werden 3 Karten aus Lendemont-Kartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften, dann eine Karte aus dem Feenorakel und ergänzend natürlich ein Engeleinchen, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Genau, ihr Lieben. Und ganz, 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 ganz wichtig ist auch, dass ihr natürlich auch private Buchungen bei mir buchen könnt. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse. Freue ich mich jederzeit drüber. Natürlich auch über ein kostenloses Abo. Und an euch alle, der Daumen nach oben, der ist mega wertvoll, wichtig etc. Vielen lieben Dank auch dafür, wenn ihr den vergeben wollt. So, jetzt schauen wir aber mal hier, was wir hier haben in unseren Botschaften. So, was nehme ich denn hier? Welche Karten? Diese Karte nehme ich uns hier aus Markiels Lendemont-Kartendeck und dann nehme ich noch diese hier. So, da haben wir den Ring, da haben wir uns und da haben wir den Baum. Ja, und ganz wichtig, liebe Herren, wir sind alle hier, die Frau im Kartenblatt, beziehungsweise im Kollektivorakel sind wir immer die Frau und der Mann im Kollektiv ist immer unser Herzmensch, Herzmenschin. Ne? Also bitte münzt das immer auf euer Geschlecht dann um. Ja, und ich sage ja immer so ganz gerne oder ich deute mal die Karten auch gerne so ein bisschen auch nach der Bildsprache. Und wir schauen so nach hinten. Und wir schauen sozusagen in den Ring jetzt hier diesmal rein. Wir schauen in Verträge, in Verbindungen zu Herzmenschen, Herzmenschen, wie auch immer, ne? Was die Liebe, Liebe betrifft. Aber es kann auch so sein, ne? Verbindungen zu Menschen, auch zu Arbeitskollegen etc. Und der Ring ist ja auch die Vertragskarte. Vielleicht ist irgendwas, was sich gerade so bei uns so oder so aufkommt, was wir Revue passieren lassen, ob das alles so gut ist, richtig ist, ob ich Feinjustierungen vornehmen soll. Und es kann auch ganz klassisch ein Versicherungsvertrag sein, es kann auch eine Lebensversicherung sein, Lebensversicherungsvertrag sein, ein Bankvertrag etc., ne? Wo wir drüber nachdenken, aufzustocken oder wie zum Beispiel bei mir in der Selbstständigkeit immer wieder mal auch mal die Berufsunfähigkeitsversicherung mal angeschaut werden darf. Reicht es noch, wenn irgendwas mal sein sollte? Komme ich mit dieser Summe pro Monat aus? Ne? Als Selbstständige muss man für sowas ja auch selber alles immer auch sorgen. Das wisst ihr ja auch. Und gerade sind ja viele auch selbstständig, auch von euch. Ne? Oder Allgemeinverträge oder vielleicht auch ein Arbeitsvertrag oder ein Kundenvertrag. Ist das alles noch gut so? Muss ich was anpassen? Darf ich was anpassen? Auch an Konditionen und wie auch immer. Oder darf ich mal wieder Akquise betreiben? Darf ich da mal schauen? Den Kunden nochmal vielleicht anrufen, ob jetzt Potenzial da ist, ob jetzt die Möglichkeit einer Zusammenarbeit vorhanden ist. Oder natürlich auch ein Arbeitsvertrag, wo man sagt, passt das noch alles? Ne? Oder möchte ich mich vielleicht neu bewerben? Was total schön ist, ne? Egal was es hier auch ist, ne? Oder aber auch natürlich auch mit Menschen, gerade jetzt auch vielleicht, das kommt mir noch, bevor ich jetzt mit dem Baum hier starte, vielleicht jetzt auch gerade in den Ostertagen, wenn du es halt am Veröffentlichkeitstag schaust, dann hatten wir ja jetzt Ostern, vielleicht hat man neue Begegnungen gehabt, diese intensivieren oder vielleicht mal miteinander wieder sprechen, auch Familienmitglieder, die man kurz gesehen hat oder, ne? Also es geht hier auch natürlich Verbindungen, Verträge, das ist, muss man schauen, welches Thema euch betrifft, kann natürlich auch beides sein. Aber der Baum hier ist so schön, weil der signalisiert, ja, dies hier, worüber du nachdenkst, was vielleicht, ja, ich sag mal, angegangen werden darf, soll, möchte, kann, wie auch immer, das bringt dir hier Beständigkeit, Stärke, Wachstum, peu à peu, ne? Also peu à peu ins Wachstum und vor allen Dingen auch in die Kraft. Und das finde ich auch schön, weil gerade wenn Emotionen eine Rolle spielen, und ich mich nicht so gut fühle oder einfach nicht weiß, ob es richtig ist, wenn ich diese Entscheidung treffe oder dieses angehe oder dieses mache oder dieses verändere, dieses Gespräch suche und. Es ist super schön, wenn ich hier als Signal den Baum habe, weil der sagt, ja, es bringt dir mehr, definitiv in jegliche Richtung, ne? In Vitalität, Wachstum, vielleicht auch finanziell, was auch immer, emotional, Liebe, Liebe, was auch immer da ist, ne? Peu à peu geht es da in die Beständigkeit. Aber wir schauen uns natürlich jetzt aus dem Engeltarot die Karte dazu an, die ergänzende Karte, die wichtige in dem Fall, weil dann kannst du es für dich noch ein bisschen mehr einsortieren. So, dann nehme ich uns, die möchte ich haben, die hier nicht rauskommen möchte, aber ich werde sie schon rausholen. Meine Güte. So,
Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Karte ist, dass die sich so hier, ja, ich sag jetzt mal, nicht gezerrt hat, sondern eher hier sich da so rar machen wollte, dass ich sie nicht bekomme. So, Engeleinchen gibt es dazu und da möchte ich gerne das hier haben. So, okay, dann schauen wir uns das jetzt mal an hier, ob wir weiterführende Hinweise hier auch bekommen. So, was haben wir hier für eine Ass der Luft? Brillante neue Ideen und Inspirationen. Die Wahrheit einer Situation sehen. Ein schwieriger Anfang. Ja, und manchmal ist es so, wenn wir natürlich so vieles Revue passieren lassen oder diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, oder mit Menschen halt, ne, Verbindungen, die hier auch stattfinden können, wo ich drüber nachdenke, dann ist natürlich der erste Schritt, etwas anzusprechen, etwas Neues zu starten und, immer schwierig. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich finde es auch super, dass es so ist, weil dann haben wir Respekt davor. Dann können wir halt auch ganz anders, ja, ich sag mal, auch agieren für die Zukunft. Weil wir haben alles bedacht und überdacht und wir sind nicht blauäugig drangegangen. Und das ist etwas, was ich total super schön finde, wenn man auch mal Hinweise bekommt, dass etwas, ja, nochmal, ich sag mal, tiefer angeschaut werden darf. Manchmal haben wir ja auch im Alltag, was ja auch gut ist, mal schnell eine oberflächliche Entscheidung getroffen. Aber das ist auch gut so. Ich sage jetzt mal ein ganz klassisches Thema, wenn ich beim Bäcker bin und ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich, keine Ahnung, ein Rosinenbrötchen haben möchte oder ein Kürbiskernbrötchen, aber ich das dann sehe und das eine gefällt mir besser von der Optik her und dann einfach sage, dann nehme ich das, dann ist das gut, dass man diese Entscheidung schnell getroffen hat. Sonst hat man ja dann 3 Stunden dann, keine Ahnung, beim Bäcker verbracht, um zu entscheiden, ob dies oder das andere Brötchen. Also das ist ja Lebensqualität und Zeit, die verloren geht, die nicht im Verhältnis steht. Aber manches ist auch wichtig, ja, da nochmal in die Tiefe zu gehen, um zu schauen, was bringt dir Kraft, Stärke, Wachstum? Was ist wichtig? Ne? Welche Verbindung? Welche neuen Möglichkeiten? Oder bist du im Alltagstrott? Passt der Job nicht mehr? Also der Vertrag, wie sieht er aus? Vielleicht auch der Hinweis, hier einen Vertrag anzuschauen. Was sind da für Bedingungen, auch beim Arbeitsvertrag? Da habe ich ganz klassisch eine gesetzliche Kündigung von 4 Wochen zum 15. oder zum 30. eines Monats. Oder habe ich vielleicht wegen Führungsposition oder alten Verträgen längere Kündigungsfristen? Auch mal anschauen, will ich das? Ne? Blockiert mich das oder muss ich daran was verändern? Und deswegen ist es auch schön zu schauen, diesbezüglich hier und mit Ass der Luft dann auch zu bekommen als, ich sage jetzt mal nochmal Botschaft auch, brillante neue Ideen und Inspiration, ja. Weil wenn ich nicht in meiner Kraft und Stärke bin, das heißt nicht, dass ihr das jetzt gerade nicht seid, aber vielleicht kann man das hier verbessern, auch deine Vitalität verbessern und Wachstum auch finanzielles Wachstum verbessern. Ich meine, ne, ich sage nicht, dass Geld alles ist, aber wenn wir ein paar Euros mehr bekommen in der heutigen Zeit, freuen wir uns darüber doch auch. Vor allen Dingen, wenn wir manchmal auch einfach irgendwo sind, wo wir vielleicht auch nicht für unseren Wert bezahlt werden. Da darf man auch nochmal für sich einstehen. Und deswegen, ich lese das nochmal vor hier, Ass der Luft, brillante neue Ideen und Inspiration. Die Wahrheit einer Situation sehen. Ein schwieriger Anfang. Und das finde ich auch wichtig, die Wahrheit einer Situation. Vielleicht so Verbindungen von Ostern auch noch. Oder jetzt, wenn man halt auch vielleicht in Drittkonstellationen steckt, nochmal zu schauen, was ist daran auch ehrlich? Was kann man für die Zukunft auch, ja, ich sage jetzt mal ganz bewusst auch mitnehmen oder kann man darauf weiter aufbauen? Was muss ich vielleicht verändern? Was ist wichtig anzusprechen? Und das ist natürlich alles, was schwierig am Anfang ist. Aber wenn man es dann gemacht hat und dann hier in den Wachstum kommt, peu à peu und in die Kraft und Stärke und in die gute Vitalität wieder, dann hat sich das immer ausgezahlt. Sowieso. Ich sage immer auch in meinen Kommunikationstrainings, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und wenn ich bewusst was angehe und es kommuniziere, es wird mich immer weiterbringen, so oder so. Und die Wahrheit einer Situation sehen ist auch richtig. Wenn es mir nicht gut geht, dann darf ich etwas ansprechen, dann muss ich es sogar ansprechen, weil ich bin verantwortlich für mich und darf mich auch nicht einfach nur als Nummer 2 sehen. Das wäre auch sehr, sehr unfair mir gegenüber, ne? So, jetzt schauen wir uns das Engeleinchen auch nochmal dazu an. Was haben wir da? Oh, das Friedensrad. Wow. Friedensrad. Wer liebt, braucht keine Siege. Finde deinen Platz im Friedensrad.
Ich finde das so, so schön. Und das ist auch etwas mit Verbindungen, neue Verbindungen eingehen, ne? Neue Möglichkeiten sehen, wie ich auch neue Verbindungen bekommen kann, ne? Durch Hobby oder durch mehr rausgehen, durch was auch immer, offener sein, ne? Positivität mehr leben, manifestieren das Positive. Und alles Stück für Stück in deinem Tempo, weil ich weiß, dass es oftmals nicht so einfach ist. Aber den Frieden dann zu finden und hier noch das Friedensrad zu bekommen, wer liebt, braucht keine Siege, finde deinen Platz im Friedensrad. Ja, und so ist es auch. Du kommst in deine Balance, in deine Stabilität, in dein Wachstum, in deine Beständigkeit. Du wirst es im Außen spüren, du wirst deine Vitalität wieder auch darauf aufbauen können, dir wird es wieder besser gehen und. Ne? Das sind so Sachen, die so viel Einfluss auf unser Glück auch haben und auch auf unser Vorwärtskommen. Und deswegen ist es auch, wir haben so nachdenkliche Karten wieder in letzter Zeit und viel mit Reflexion und viel wirklich auch mit Innenschauens. Und es ist auch jetzt mal so ein Prozess, der einfach auch wichtig dafür da ist, damit diese Veränderungen im Außen auch ja, aus dem reinen Inneren auch angegangen werden können. Ihr Lieben, in diesem Sinne, dicken Drücker, denk an die privaten Buchungen, einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo tut nicht weh. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.